Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Entropia Universe, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Hier ist auch Fred. Oh, wo ist er weg? Es war eine Sie. So, letztes Mal stürzte hier die Aufnahmesession ab. Und dann habe ich jetzt wieder neu aufgenommen und leider hat Fraps nicht aufgenommen. Vielleicht habe ich auch nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Nun gut, wir hatten ja vor, von hier hinten aus, von unserem Ortus West Mount, wollten wir hier nach, wie heißt das, Fort Fury. Wir haben den Weg auch zurückgelegt hier, bis zur halben Strecke, ein bisschen weiter, sind dort gestorben, von einem Aatrox angefallen, einem ganz gefährlichen, der aussieht wie einem Tyrannosaurus Rex. Der hat uns getötet, aber wir konnten wieder erweckt werden und wir wurden dann hier in diesem Fort Fury wieder erweckt. Nun gut, das ist natürlich fantastisch. Reiner Zufall, wir haben Glück gehabt, wir hätten auch genauso gut wieder zurückgespült werden können und hätten den ganzen Weg noch einmal machen müssen. So, da haben wir dann also mehrere Quests bekommen. Ich muss das jetzt alles so erzählen, weil wir ja da diesen Absturz dann wieder hatten. Ja, wir hatten erstmal nicht aufgenommen, genau, und dann haben wir den Teleporter bei Fort Fury benutzt und da gab es dann auch wieder einen Programmabsturz. Das heißt, wir werden jetzt mal hier, da ist jemand gelandet. Andrew Adark Kallo hat so ein Fluggerät hier gelandet. So, wir werden hier mal den Teleporter benutzen. Ich hoffe, dass er jetzt alles gut nimmt hier. Teleporter. Hallo Teleporter, was kriege ich hier gesagt? Der Teleporter dient im öffentlichen Personenfernverkehr. Teleporter müssen entdeckt werden, genau. So, was haben wir hier noch? Robert Lofonia Wolf möchte mich als Freund hinzufügen. Naja, Opa spielt, hat keine Freunde. Fort Fury. Nein, wir wollen ja hier das Let's Play in Ruhe machen und uns nicht von irgendwelchen Leuten hier anquatschen lassen von links. So, wir könnten natürlich auch... Ah ja, da sehen wir jetzt schon mal das ganze Dilemma hier von Fort Fury. Ich gehe mal wieder etwas raus. Hier, das wird nicht diese... Lärm von diesem Teleporter hier mitkriegen. So, es ist so, ihr seht ja hier auf dem Radar unten rechts diverse Punkte, orange Punkte, dort sind Menschen oder NPCs, grüne sind nicht NPCs. Der grüne mit dem Kreis, der jetzt oben ist, das ist unser nächstes Ziel. Und die roten sind Monster. Und je weiter weg man sie sieht, desto gefährlicher sind sie. Und diese sieht man schon fast außerhalb des Radars. Und da gucken wir mal, was das für welche sind. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Wenn man also hier auf dieser Straße entlang geht, kommt man unweigerlich zu diesen Monstern, die sich Pfeffoid nennen. Ah ja, die sollten wir ja auch umlegen. Nach dem einen. Moment, wo ist denn hier The Quest Mission Log? Pfeffoid, ne? Das war Find, ne? Twin Peaks, okay. Psychion, Outpost, Trophy Hunt. Nein, auch das nicht, auch das nicht. Aber irgendwo stand da irgendwas von Pfeffoids. Auf jeden Fall. Die sehen aus wie große Gorillas. Ich werde mich mal hier von diesem einen... Wo sind sie denn? Ich sehe gar keine. Treten meistens in Horden auf. Ne? Diese Pfeffoids, die müssten eigentlich schon direkt in der Nähe sein hier. Ach da. Oh, da kommt ein Warlord auf mich zu. Ich glaube, ich flüchte mal. Oder wir schauen der Gefahr mal ins Auge. Das ist ein Pfeffoid Guard.
Und das ist ein... noch ein Favorite Guard. Und die... sind natürlich nicht sehr gut auf mich zu sprechen.